Ja, daher also glaube ich, deswegen ist es, glaube ich, okay. Und, ja. Korrekter Elfer. Jetzt ist natürlich die große Frage. Vergangene Woche hat man 0-2 gegen Schalke verloren. Was ist in dieser Woche passiert? Ja, wir sind gar nicht so großartig auf das Spiel eingegangen. Wir wussten natürlich alle, dass wir ja, letzte Woche ein enttäuschendes Spiel abgeliefert haben hinten raus. Ich glaube, die erste Halbzeit war damals noch okay. Aber so wie wir die Tore kassiert haben, das war, glaube ich, unser großes Manko. Und wir haben das Spiel einfach so hergegeben und heute wollten wir ein anderes Gesicht zeigen. Ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Jetzt hat man 1 von 11 Endspielen gewonnen. Wie gewinnt man das nächste gegen Leipzig? Ja, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Mut. Ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir spielen zu Hause und wollen da mit Selbstvertrauen auftreten, weil anders haben wir sowieso keine Chance. Deswegen ja, von Anfang an Vollgas und gucken, was dann drin ist. Jetzt erstmal diesen Sieg genießen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss mal sagen, vielen Dank. Ein Auswärtssieg des VfL Bochum. Ist man gar nicht so gewohnt in dieser Saison? Nee, ist erst der zweite. Aber ja, schönes Gefühl. Kann man sich daran gewöhnen. Es hat eigentlich funktioniert. Wie hat es denn funktioniert? Ja, ich denke mit einer geschlossenen Teamleistung. Klar, auswärts müssen wir sowieso oder jedes Spiel so auftreten. Jeder hat für den anderen gekämpft. Ich glaube, das hat man gesehen. Jeder hat sein Herz auf den Platz gelassen. Wir waren taktisch gut eingestellt und ja, dann mit dem Elfmeter sind wir gut ins Spiel gekommen. Und ja, so gewinnt man dann auswärts. Was mich so ein bisschen überrascht hat, man ist nicht nervös geworden beim VfL Bochum. Und das, obwohl ja ne, das Spiel immer länger natürlich wurde und man nur eine 1-0-Führung hatte. Und trotzdem, vergangene Woche verliert man 0-2 beim Tabellenletzten und heute bleibt man entspannt. Ja, ich denke trotzdem ist auch im Umfeld bei uns immer ein bisschen Ruhe da. Das ist auch wichtig für uns. Wir wissen, dass wir nur so, wenn wir ruhig arbeiten und konzentriert arbeiten, auch die Spiele gewinnen können. Und daran sollten wir uns auch in Zukunft halten. Thomas Letsch hat vorm Spiel gesagt, ja, er hat auch schon mal ein bisschen rauere Töne angeschlagen diese Woche. Was hat er euch denn gesagt? Ja, natürlich, so wie wir gegen Schalke dann auch das Spiel dann, ja, zweite Halbzeit, ja, nicht hergeschenkt haben, aber mit dem Ergebnis sind wir natürlich brutal unzufrieden gewesen. Und deswegen muss man auch die Fehler klar ansprechen und dann ja, so arbeiten in der Woche, auch mal mit raueren Tönen. Waren die wirklich rau? Ja, rauer schon auf jeden Fall. Ne? Und ja, aber wenn es sich so dann im nächsten Spiel auszahlt, dann ist es natürlich immer schön. Wie macht man jetzt weiter? Also klar, tut erstmal gut so ein Sieg, aber ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ja, wie machen wir weiter? Wie gesagt, wir arbeiten konzentriert weiter. Das ist das Wichtigste. Die Ruhe behalten. Ja, die nächsten Aufgaben auch gegen Leipzig ist nicht einfach, aber wir haben auch heim schon gezeigt gegen gute Mannschaften, dass wir punkten können. Deswegen gehe ich zuversichtlich auch in die neue Woche. Und so sollten wir jetzt alle machen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Erstmal Sieg genießen. Danke. So, Sepp, du hattest das die ganze Zeit gar nichts zu tun. Hast dir das alles angehört? Was sagst du denn dazu? Ja, also es war natürlich spannend, gerade auch Davy Selke, der jetzt nicht, logischerweise nicht dieser Meinung war, dass es verdient war, weil er schon Punkte hatte. Timo Hübers hat es ja auch gesagt. Die ersten 2-3 Minuten, sie waren präsent, Skiri mit dem Abschluss, aber sie waren heute nicht zwingend genug, sie waren nicht gierig. Auch wenn eine Hereingabe hier von Benno Schmitz scharf vor das Tor, da muss doch irgendjemand reinfliegen. Na, und das hat mir heute gefehlt, diese Gier, teilweise zu verkopft. Was passiert hier auf der Außenbahn, dass der Ball wirklich reinkommt? Ja, ich bleib dabei, es ist ein verdienter Auswärtssieg. Lass uns mal drauf schauen, auf den Spieltag, wie er denn bisher aussieht. Es ist noch nicht so viel passiert, ja, aber zumindest das hier. 0-2. Ja, 1. FC Köln gegen Bochum, also der zweite Auswärtssieg des VfL Bochum in dieser Saison und das ausgerechnet hier beim 1. FC Köln. Und morgen 5-mal Bundesliga für euch in den Bundesliga-Highlights bei uns natürlich, unter anderem das Revierderby, schaut es euch an. Und Sonntag 3-mal Bundesliga live auf der Zone, Freiburg, Hoffenheim, Bremen, Leverkusen und Wolfsburg gegen Union Berlin. So, und die Tabelle, die schaut sich doch jetzt schon wieder viel besser an für den VfL Bochum. Riesensatz gemacht, ne? Also von Platz 18 auf 14, klar, ist eine Momentaufnahme, aber die tut gut. Ja, das ist genau das. Wenn du auf die Tabelle schaust als Spieler, du weißt natürlich, folgen jetzt noch einige Ergebnisse, also morgen und übermorgen, ist klar. Aber das ist doch schön, wenn du da drauf schaust, wenn du eben die ganze Zeit auf Platz 18 oder 17 warst und jetzt 14. Mal kurze Zeit einfach über dem Strich und man weiß wirklich nicht, die nächsten Wochen, Marco hat es ja im Live schon gesagt, es sind so viele spannende Partien für die Mannschaften unten drin, die gegen Top-Teams auch spielen. Wow, sehr spannend. Ich freue mich. Es ist so schön, dass die Bundesliga so spannend ist.
Die Bundesliga ist super spannend und das wird sie auch am Sonntag. Das sagt euch jetzt Michel Marculescu. Ihr habt 42 Punkte. Die Breisgauer halb ungeschlagen. Das ist super. Freiburg gegen Hoffenheim. Leider zum dritten Mal in Folge 1-0 verloren. Die TSG weiter natürlich völlig unten drin. Gewinn bringen könnte sein, dass man was Grundsätzliches verändert. Every game for us now is a final. Viele Spiele sind einfach eng bei uns. 2-1 Augsburg. Eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage, die wir uns aber selbst zuzuschreiben haben. Bremen gegen Leverkusen. Bayer Leverkusen gewinnt mit 4-1. Arbeitet sich wieder an die Europapokalplätze. Wir sind gerade auf einem guten Weg. Es reicht am Ende nur zu einem Punkt. Wir müssen schon auch die Chancen nutzen, um solche Spiele zu gewinnen. Das war jetzt das dritte Spiel in der Bundesliga hintereinander ohne Tor. Diese Wucht zu entwickeln und Tore zu erzielen, mit dem tun wir uns im Moment schwer. Wolfsburg gegen Union Berlin. Drei Sonntagsspiele live, nur auf der Zone.